Herr Präses, verehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Mit diesem Psalmwort haben wir am 20. und 21. März von unserem Altbischof Albrecht Schönherr Abschied genommen, der im 98. Lebensjahr von uns gegangen ist. Beeindruckend waren die Zeugnisse der Dankbarkeit und des Respekts, die uns aus diesem Anlass erreichten. Man greift nicht zu weit, wenn man Albrecht Schönherr einen Zeugen des Jahrhunderts nennt. Als Schüler Dietrich Bonhoeffers erlebte er die Zeit des Kirchenkampfs. Am Weg unserer Kirche in der Zeit der DDR war er vom ersten Tag an beteiligt. In seinen verschiedenen Ämtern prägte er diesen Weg maßgeblich. Zur Zeit und zur Unzeit vertrat er das Evangelium in Zeugnis und Dienst. Konflikte scheute er nicht, an dem für richtig Erkannten hielt er unbeirrbar fest. Bei allem Zwiespalt, vor dem er die Augen nicht verschloss, bekannte er bis zum Ende, aber die Zeit war nicht verloren. In dieses Bekenntnis stimmen wir ein, wenn wir in großer Dankbarkeit an ihn erinnern. Das Erinnern ist ein Teil des verantwortlichen Lebens. Zum Erinnern gibt uns dieses Jahr 2009 besonders viel Anlass. In der Kürze der Zeit, die heute zur Verfügung steht, greife ich drei Erinnerungsdaten ganz unterschiedlicher Art heraus: das Jubiläum der Barmer Theologischen Erklärung, die Erinnerung an die friedliche Revolution und zur allerjüngsten Vergangenheit übergehend das Volksbegehren und den Volksentscheid zum Religionsunterricht. Zunächst die Barmer Theologische Erklärung. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz bejaht die Theologische Erklärung von Barmen als ein schriftgemäßes, für den Dienst der Kirche verbindliches Bekenntnis. So heißt es in unserer Grundordnung. Die Verabschiedung der Barmer Theologischen Erklärung durch die Bekenntnissynode von Barmen jährt sich am Pfingstsonntag dieses Jahres zum 75. Mal. Das ist Grund genug, sich an die orientierende Bedeutung dieser Erklärung für den Weg unserer Kirche zu erinnern. Am 31. Mai 1934 sprachen die 138 Teilnehmer der ersten Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche ihr theologisch verantwortetes Nein zu dem Versuch, die evangelische Kirche in die Gewalt des nationalsozialistischen Staates zu zwingen. Zugleich sagten sie ein ebenso entschiedenes Ja zu dem einzigartigen Auftrag der Kirche, Jesus Christus, das eine Wort Gottes allen Menschen zu bezeugen, als Zuspruch und Anspruch für unser ganzes Leben. Schon bald wurde erkannt, dass dies mehr war als eine kirchenpolitische Intervention in einer Situation der unmittelbaren Gefahr für das Bekenntnis und damit für die Integrität der evangelischen Kirche. Es vollzog sich zugleich ein Durchbruch zur Erkenntnis evangelischer Wahrheiten, die über den Tag hinaus von Bedeutung waren. Dietrich Bonhoeffer stellte schon 1936-37 in dem Konfirmandenunterrichtsplan, den er seinen Kandidaten im Predigerseminar Finkenwalde vorlegte, die Barmer Theologische Erklärung ausdrücklich den Bekenntnisschriften der Reformationszeit zur Seite. Worauf gründet sich diese Kirche, so fragt er und antwortet: Unsere Kirche gründet sich allein auf das Wort Gottes Heiliger Schrift. Dazu hat der Heilige Geist unserer Kirche eine evangelische Auslegung der Schrift und Zeugnis des Glaubens geschenkt in den Bekenntnisschriften der Reformation und der Synode von Barmen. Vollständig gelesen, der Bekenntnisschrift der Synode von Barmen. Das hat unsere Grundordnung jetzt endlich auch in der Rede vom Bekenntnis aufgenommen. Das gilt keineswegs für alle Grundordnungen in der evangelischen Kirche in Deutschland, wie wir wissen. Worin, so muss man deshalb fragen, ist die Barmer Theologische Erklärung auch heute verbindlich und wegweisend? Ich sehe ihre Bedeutung vor allem in drei Hinsichten.
theologische Reflexion, geistliche Wirklichkeit und Verantwortung in der Welt. So will ich diese drei Hinsichten bezeichnen. Die Barmer Theologische Erklärung erwartet die entscheidende Orientierung zur Klärung des Auftrags der Kirche von einer verantwortlichen theologischen Reflexion. Diese gründet sich auf das biblische Wort, wie die Schriftzitate am Beginn jeder These deutlich machen. Sie bringt verbindliche Wahrheitserkenntnis hervor, die jedoch ihrerseits immer wieder an der Schrift zu überprüfen ist. Und sie vermittelt die Kraft zur Unterscheidung, ja im Fall eines Angriffs auf das Evangelium auch zur eindeutigen Verwerfung. Die Barmer Theologische Erklärung ermutigt und nötigt uns heute neu zu guter Theologie, einer Theologie, die öffentlich und elementar zugleich ist. Das klingt überraschend, denn in unserer schnellen, lauten, ja oft auch schrillen Zeit scheint dafür weder Zeit und Ruhe noch Raum und Gehör zu sein. Viele unserer Entscheidungen orientieren sich an Geld und Strukturen, an Gemeindegliederzahlen und Sollstellenplänen. Die krisenhafte Entwicklung unserer Zeit scheint den Druck in dieser Richtung noch zu erhöhen, wenn man beispielsweise nur einen Augenblick bedenkt, was die Ankündigung über die Entwicklung der staatlichen Steuereinnahmen wohl für den kirchlichen Bereich in den nächsten Jahren bedeuten mag. Was soll da Theologie? Gebe Gott, dass wir auf den beschriebenen anderen Wegen wenigstens zu einigermaßen richtigen Entscheidungen kommen. Aber eine Kirche kann nicht nur nach dem Richtigen Ausschau halten. Sie hat es nämlich mit der Wahrheit zu tun. Und nach ihr fragen uns die Menschen heute auch auf neue Weise. Nach der Existenz Gottes, dem Sinn der Schöpfung, der Heilsbedeutung Jesu Christi, dem Verhältnis zwischen den Religionen, der Deutung des Kreuzes, um einen aktuellen Streit dieser Tage ausdrücklich zu nennen. Auf solche Fragen antworten keine Strukturpläne. Für sie braucht man klare, elementare Theologie. Zu Recht erinnert uns die Barmer Theologische Erklärung daran. Gewiss haben wir aus einer heutigen Perspektive zu manchem dort Gesagten oder auch Nicht-Gesagten kritische Rückfragen vorzubringen. Das Schweigen zu den Angehörigen des jüdischen Volkes und ihrem Geschick bleibt die schwerste Lücke dieses Textes. Die patriarchalische Bezeichnung der christlichen Kirche als einer Gemeinde von Brüdern muss man ganz gewiss ebenso hinter sich lassen wie die Tatsache, dass die politische Ordnung nicht ausdrücklich als eine Ordnung der Freiheit beschrieben wird. Dennoch bleibt die Barmer Synode von 1934 ein erstaunliches geistliches Ereignis. Sie regt dazu an, die Kirche Jesu Christi neu zu entdecken als eine geistliche Wirklichkeit, als Wirkungsraum des Heiligen Geistes, dessen Gegenwart unser Zutrauen und unsere Aufmerksamkeit verdient. In diesem Horizont wird der Auftrag der Kirche mit unüberholter Klarheit beschrieben. Er besteht darin, die Botschaft von Gottes freier Gnade auszurichten an alles Volk. Im Horizont dieses Auftrags gehören Glaube und Gehorsam, Botschaft und Ordnung der Kirche zusammen. Diesem Auftrag ist auch die geschwisterliche Gestalt der Kirche zugeordnet, in der unterschiedliche Aufgaben nicht eine Herrschaft der einen über die anderen begründen, sondern an der Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes ausgerichtet sind. Schließlich erinnert das Barmer Bekenntnis die Kirche wieder und wieder an ihren Auftrag, in der Welt und für die Welt Verantwortung zu übernehmen. Dabei tritt, dem Denken jener Zeit entsprechend, die gesellschaftliche Verantwortung hinter die Aufmerksamkeit für die staatliche Ordnung zurück. Ausdrücklich wird die gemeinsame Verantwortung der Regierenden und der Regierten hervorgehoben. Die Ausübung dieser Verantwortung wird konsequent an dem Auftrag des Staates orientiert, für Recht und Frieden zu sorgen.